nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Bali Verseri. Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei timetodo.ch. Die Sendung, die Sie heute sehen, haben wir aus Termingründen vor einer Woche bereits am Freitagmittag aufgezeichnet und strahlen sie heute Abend aus. Es geht um ein spannendes Thema, es geht um ein Thema, was uns alle betrifft in unserem Leben und was uns im Leben, je nachdem, wie wir damit umgehen, entweder viel Sorge oder viel Liebe, Entspannung und Zufriedenheit bringen kann. Ich hatte diesen Namen vorher nie gehört, war aber ganz interessant und da habe ich gesagt, da möchte ich mal nachhören und auch Ihnen die Möglichkeit geben, darüber etwas zu erfahren, über Ho'oponopono. Genau. Habe ich so richtig gesagt? Das hast du richtig gesagt, ja. Herzlich willkommen, Sascha Hansal. Ja. Du kannst uns über dieses, ich sag mal, mysteriöse Wort ein bisschen mehr sagen. Was steckt denn erstmal hinter dem Wort, bevor wir zu deiner Person kommen? Ja, also Ho'oponopono ist ein altes hawaiianisches Vergebungsritual, das in den alten Traditionen zu finden ist und ist im Grunde genommen dafür gedacht, um etwas wieder in Ordnung zu bringen, um etwas in sich selbst zu korrigieren, um es in die Vollkommenheit zu bringen. Und Ho'oponopono teilt sich also auch in drei Teile auf. Also Ho'o heißt etwas tun, das heißt, ich mache etwas. Das Pono, das danach folgt, bedeutet, ich korrigiere etwas. Und das dritte Pono sagt aus, ich bringe es in die Vollkommenheit. Und so ist Ho'oponopono im Grunde genommen wörtlich zu verstehen, ich tue etwas, ich praktiziere etwas, um es in die Vollkommenheit zu bringen. Und das ist der ursprüngliche Gedanke, der hinter dem Ho'oponopono liegt. Genau. Also wenn ich dich jetzt so anschaue, siehst du jetzt nicht so aus wie ein Hawaiianer. Ich habe dich schon gesehen, du siehst ein bisschen anders aus. Ja, vielleicht war ich mal da. Wie ist der Sascha Hansal denn zu diesem ganzen Thema gekommen? Hawaii, Kahuna-Tradition ist ja alles eigentlich ein bisschen weg, da hört man hier sehr wenig davon. Wie bist du dazu gekommen und wie hat es angefangen, dich zu faszinieren? Genau, also man kann dazu sagen, dass ich von Kindheit an schon immer das Bedürfnis hatte, anderen Menschen zu helfen. Also ich habe mich schon in der 7. Klasse mit Jungs aus der 9. oder 10. Angelegt, wenn die Kleinere verprügelt haben. Habe ich also dafür Sorge tragen wollen, dass Frieden herrscht und dass wieder einigermaßen normal läuft. Das hatte dann oft zur Aussage, dass die dann auf mich losgegangen sind am Ende des Tages. Aber ich war der Schnellste in der Schule, so konnte ich immer gut davonlaufen. Habe dann irgendwann so in meiner Jugendzeit angefangen mit verschiedenen Dingen zu experimentieren, habe also auch verschiedene Drogen mal ausprobiert und habe dann nach einer Zeit festgestellt, dass, oder sagen wir anders, bei einem Drogenrausch an einem Abend erzählte mir jemand von seiner verstorbenen Mutter. Mhm. Und er sagte mir, dass diese ihn kontaktiert hatte. Und ich hatte zuvor dann noch nicht so viel von gehört. Das war mir auch nicht ganz klar, was das zu bedeuten hatte. Ich hatte zwar schon mal Kübler-Ross gelesen mit 18 mit 16, 17 und wusste so ein bisschen über das Leben nach dem Tod. Das hat mich auch fasziniert. Aber diese Aussage, die dieser Mann da getroffen hat, die hat mich irgendwie weggeflasht. Und als ich am nächsten Morgen zu Bewusstsein kam, war ich in einem anderen Bewusstsein. Ich wusste plötzlich, dass ich so viele Drogen in meinem Leben gar nicht nehmen kann, dass ich in diesen Zustand, in dem ich da gerade eben war, hineinkomme. Also es ließ mich wissen, es gibt etwas ganz Besonderes und du kannst gar nichts anderes tun, außer das zu konsumieren, wenn es so ist in dir, in deinem Herzen. Also quasi ähnlich wie bei vielen, auch ich bin ja so ein Kind, das aus den 68ern herausgewachsen ist und auch zu meiner Zeit haben wir Marihuana geraucht, viele haben mit LSD rumprobiert und so weiter. Das war in der Zeit so eine Thematik, aber gleiche Darstellung, auch die Drogen führen dich in einen gewissen Punkt, aber dann ist Schluss. Genau. Und wenn du weitergehen willst, musst du die Droge wieder sein Ganz lassen. Ganz genau, und das ist das, ich möchte jetzt nicht zu dem Thema Drogen so weit, aber es ist im Grunde genommen hat es mir gezeigt, dass es mir gezeigt hat, okay, diese Droge kann dir nicht das geben, was in dir liegt. Absolut. Es geht nicht, es ist ein Ding der Möglichkeit und ich habe dieses Gefühl in mir gespürt. Das hat mich von einer Sekunde auf die andere verändert. Mhm. Ich habe sofort mit den Drogen aufgehört. Ich habe urplötzlich an jeder Straßenecke, wo diese Jesuskreuze hängen, diese wahrgenommen. Ich wusste nicht, was das zu bedeuten hat.
Ich kam dann mit meinem ganzen Umfeld nicht mehr klar. Also ich hatte plötzlich das Bewusstsein, alles lebt. Ich wusste, alles ist am Leben und ich bin mit allem involviert. Aber ich konnte es nicht ausdrücken. Ich wusste auch nicht, wie ich das beschreiben soll oder was das ja eigentlich mit mir macht. Mein Umfeld kam damit auch nicht klar. Die haben dann gemeint, ich habe... Jetzt tickt er aus. Jetzt tickt er aus. Jetzt ist er komplett verrückt geworden. Also jetzt hat er es dann. Ja, ich habe dann 20 Jahre manische Depressionen bekommen. Also zum Glück nur. 20 Jahre, hatte in der Zeit sehr viel Zeit durch diese Depressionen immer wieder den Druck innerlich, mich damit zu beschäftigen, wie ich das loswerde. Mhm. Also darüber nachzudenken, wo kommt es eigentlich her, was ist mit mir los? Und es gab halt Phasen, wo ich dann wirklich nur noch Selbstmordgedanken hatte. Das Letzte, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich mal 7 Stunden im Auto gesessen habe und das für und wieder abgewogen habe. Und das war dann auch so dieser Punkt, wo es dann da auch wiederum Klick gemacht hat und irgendetwas in mir mich ein Stück weitergetragen hat und gesagt hat, okay, das ist es auch nicht. Es geht noch weiter, Sascha. Und dann war es so, dass ich 2009, also ich hatte mich dann mit den Veden beschäftigt, ich habe mich mit der Bhagavad Gita sehr intensiv auseinandergesetzt, also ich habe diese studiert und tue das auch immer noch. Ich habe mich mit allen möglichen Lehren beschäftigt. Ich habe bei Bischöfen angerufen und bei Pfarrern und habe gesagt, erklär mir mal, wie Gott funktioniert, weil ich muss das wissen. Ich habe an Bibelkreisen teilgenommen, wo sie mich danach rausgeworfen haben und gesagt haben, ja, du passt hier irgendwie nicht so richtig rein mit deinem Ganzen, was du da so machst. Du stellst viel zu viele Fragen, das kann gar nicht sein. Und wobei ich ja sagen möchte, dass in der Bibel schon die Wahrheit drinsteht. Man muss sie halt nur zu verstehen erkennen können. Genau. Und das Erkennen ist dann 2009 bei mir passiert, als ich... ich fing plötzlich an, ich war auf einem Vortrag und wollte diesen spirituellen Lehrer da auch noch etwas fragen und hatte meine Fragen wohlweislich vorbereitet. Und als ich dann dran war, diese Sendung wurde auch aufgezeichnet, ging der Kameramann da hinterher. Und als ich meine Frage stellte, schaute der Kameramann mir in die Augen und sagte, die Wahrheit findest du nur in dir. Und das hat mich so weggeflasht. Das war also einfach diese Botschaft, die Wahrheit findest du nur in dir. Und dann bin ich nach Hause gefahren, 2 Stunden lang und habe immer nur dieses, die Wahrheit findest du nur in dir, die Wahrheit findest du nur in dir. Und dann passierten viele interessante Dinge. Ich kam in eine Synchronizität. Ich wusste urplötzlich, ich nehme ein Buch aus dem Regal, ich weiß, ich nehme das raus, aber ich will das gar nicht lesen, sondern das gibt mir nur einen Hinweis auf ein anderes Buch, was ich nehme. Also ich war da einfach so drin mal für eine ganze Weile und da wusste ich natürlich deutlich, okay, es gibt etwas anderes. Und dann habe ich das große Glück gehabt, dass ich kurz zu den richtigen Lehrern geführt worden bin. Habe dann 2009 ein Seminar besucht, das mich da ein Stück weitergebracht hat. Habe dann eine HUNA-Ausbildung gemacht bei Dieter Stelzel. Und bin dann über das HUNA im Grunde genommen auch zum Ho'oponopono gekommen. Und dann, ich war immer auf der Überholspur. Also ich habe immer, wenn ich mit Menschen zu tun hatte, die auch schon 20 oder 30 Jahre Spiritualität hinter sich hatten, ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, wie das kommt bei mir. Ich überhole mich immer selbst. Ich hatte eine Erkenntnis oder irgendeine Erfahrung gewonnen und wusste, ups, das war schon wieder vergangen. Also ich glaube, einer der entscheidendsten Punkte waren deine Offenheit. Dass du keine Ressentiments hast für neue Erkenntnisse. Du hast Bhagavad Gita erwähnt und Bibel. Ich habe jetzt was dir ganz fasziniert zugehört, weil fast ähnlich ist es bei mir gelaufen. Habe mich auch angefangen, mit den Glaubensdingen zu beschäftigen, weltweit, Bhagavad Gita, Koran, Bien Lu, Entstehung des Buddhismus und diese ganzen Dinge. Und habe immer gesucht, aber im Außen. Bis ich genau irgendwann das gleiche Erlebnis hatte, auf ähnliche Art. Alles, was du suchst, liegt in dir. Fertig. Genau. Und das ist im Grunde genommen die einzige Wahrheit, die zu finden ist. Das heißt, den Weg überhaupt erstmal zu sich zu finden, also in sich hinein den Weg zu finden. Und da habe ich festgestellt, dass Vergebung der schnellste Weg ist. Jetzt ist das ja, ja auch wieder ein Wort, was jetzt unsere Zuschauer zu Hause wahrscheinlich jeder für sich eine Definition hat. Und wenn Vergebung, dann heißt das doch auch gleichzeitig, Schuld gibt es. Aber jetzt gibt es ja die andere Fraktion, sage ich mal, die sagt, es gibt keine Schuld. Wenn es aber keine Schuld gibt, brauche ich auch nichts vergeben. Genau, im Grunde genommen gibt es nichts zu vergeben. Die Hawaiianer sagen, Schuld ist das, was von innen auffrisst. Also schlechte Gewissen im Prinzip, wenn wir es mal mit unseren westlichen Worten sagen wollen. Das schlechte Gewissen ist im Grunde genommen für mich der göttliche Botschafter. Also wenn das schlechte Gewissen sich meldet, dann bedeutet es ja, die Schokolade solltest du jetzt vielleicht nicht essen.
Also das ist etwas Positives. Das heißt, das führt mich zu etwas, was ich nicht tun sollte. Also Schuld ist im Grunde genommen der einzige Grund für mich, ist, warum ich mich schuldig fühle, ist, dass wir uns von Gott getrennt haben. Das heißt, wir sind hier auf der Erde und wir machen viele Dinge. Wir haben Wünsche in uns, wir haben unser Leben, unser Alltag, Menschen, die uns umgeben, verschiedene Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und wir wissen im Grunde genommen gar nicht richtig, was wir da eigentlich machen. Weil uns alles im Außen. Ja, weil das Außen ist okay. Ich kann im Außen sein. Ich bin ja auch im Außen. Aber es geht darum, dass ich im Außen bin und trotzdem in mir Frieden habe. Also den Frieden, den ich in meinem Herzen gewinne. Und wenn ich in meinem Herzen bin, dann ist es egal, was ich mache, ob ich jetzt auf dem Stein sitze oder ob ich ein Interview halte oder ob ich arbeiten gehe, mit welchen Menschen ich zusammenkomme. Das Einzige, was ich mache, ist, ich strahle Frieden aus. Wie bist du denn an den Punkt gekommen, dieses zu erkennen? Weil das ist ja immer noch das, diese Zeit, die wir jetzt haben, da viele Menschen sind ja wie auf so einem Orientierungsweg. Also wenn sie gerade im Moment schauen, wo sie Karte und Kompass finden, wie das Leben eigentlich weitergehen könnte. Und in diesem Punkt ist es ja ganz wichtig, all denen, die da immer suchen und so, der Punkt der Vergebung, oder ich sag's mal anders, so von mir so als Beispiel, vor 20 Jahren, weiß ich genau, habe ich meinem Freund in dem und dem Thema ein Unrecht zugefügt. Ich habe also ihn übervorteilt, sage ich jetzt einmal. Jetzt sind wir seit 20 Jahren, er ist, was weiß ich, am Nordpol und ist Forscher und ich sitze hier in der Schweiz. Jetzt habe ich weder Telefonnummer noch weiß ich, wie ich ihn erreichen kann. Jetzt kann ich also nicht hingehen und kann sagen, du, entschuldige, es war damals eine dumme Geschichte von mir und tut mir leid, würde ich nie mehr machen, bitte dich um Vergebung. Jetzt kann das natürlich nicht jeder in seinem Leben zurückgehen bis zum ersten Tag, wo er angefangen hat, irgendwelchen Mist zu machen, um das in den Griff zu kriegen, wenn er das erkannt hat. Wie funktioniert es? Wie funktioniert es denn praktisch, dieses Vergeben? Genau. Also es funktioniert ja in dem, dass du alltäglich mit Situationen konfrontiert wirst, die dir vielleicht, also wenn es so sein sollte, ein Unwohlsein geben. Also ganz gleich, was du machst, wenn du dich unwohl fühlst, also wenn du ein Gefühl von Wut oder Aufregung oder Zweifel oder was auch immer bekommst, dann kannst du sicher sein, dass was nicht in Ordnung ist. Es bedeutet ja, dass wenn ich ein Gefühl von Unwohlsein habe, dass etwas jetzt mir sagen möchte, fühle ich unwohl. Jetzt frage ich mich, wer in Gottes Namen sagt, dass ich mich unwohl fühlen soll? Also schaue ich mir das an. Als fühle ich etwas in mir, sagen wir mal hier vor dem Interview, vielleicht Aufregung. Dann frage ich mich, wieso bin ich eigentlich aufgeregt? Wo ist der Grund für die Aufregung? Was macht Aufregung noch mit mir? Aufregung macht vielleicht Angst, macht die Zunge schwer, macht den Hals trocken. Lässt dich schwitzen, was auch immer. Also sind ja alles keine positiven Symptome. Also nehme ich schon das und bringe das für mich in Vergebung. Das heißt, es tut mir leid, was auch immer der Grund ist, dass ich das jetzt fühle. Ich weiß ja gar nicht, warum wir hier zusammensitzen. Vielleicht haben wir in irgendeinem Leben mal irgendwas gemacht, keine Ahnung, haben irgendwelche Leute ausgeraubt und jetzt möchten wir es wieder gut machen. Jetzt kommst du auf das karmische Thema, das heißt genau. das, was jede unserer Seele transportiert über die verschiedenen Inkarnationen hinaus. Genau, und das hat also ja immer etwas damit zu tun. Also für mich ist es so, dass das Karma-Prinzip hier erbarmungslos greift. Also Karma ist im Grunde genommen erbarmungslos, das kennt keine Gefühle. Das muss einfach den Dingen, die du getan hast, die du irgendwann mal initiiert hast, folgen. Das heißt, wenn ich dir mal irgendwann eine Kartoffel geklaut habe, dann muss ich auch mit den Konsequenzen in diesem Leben leben. Und wenn du mir jetzt das Leben schwer machst, habe ich die Möglichkeit, mich darüber aufzuregen und zu sagen, der Norbert, der geht mir da jetzt eigentlich immer nur noch auf den Keks und schreibt mir böse E-Mails und was nicht alles. Und stell dich an den Pranger. Oder ich sage einfach, nein, da ist irgendwas zwischen uns beiden. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich weiß gar nicht, warum du jetzt da bist und mir das Leben so schwer machst. Aber ich für meinen Teil möchte das nicht mehr akzeptieren. Also ich möchte für mich die ganze Sache jetzt in Frieden bringen. Und da beginne ich mit der Vergebung. Das heißt, dann fange ich an und sage, also was auch immer der Grund ist, dass ich jetzt in dieser Situation mit dir bin, ich lasse das los, ich vergebe das. Ich bereue vielleicht eine Situation, auch wenn ich gar nicht weiß, was es ist, aber ich bitte Gott um seine Liebe und dass ich das in Frieden bringen kann. Und wünsche dir dann auch natürlich entsprechend Frieden. Also wenn ich es richtig verstanden habe, bedeutet Vergebung, diesen Punkt, den ich so als schlechtes Gewissen wahrnehme, oh, dem hast du Unrecht getan, ich weiß es genau, aber ich gucke immer weg und wenn ich ihn sehe, gehe ich lieber auf die andere Straßenseite, dass ich ihm ja nicht in die Augen schauen muss.
irgendwann sich dieser Thematik zu stellen und aus reinem Herzen ihm gegenüber, mir gegenüber, dieses Thema der Vergebung, was tust du, beten, wie praktiziert man diese Vergebung jetzt im Real? Also es ist ja so, dass wichtig ist erstmal ja zu begreifen, warum geschehen diese Dinge eigentlich? Mhm. Das heißt, warum bin ich in dieser Situation überhaupt? Was mache ich hier eigentlich? Also wir haben vorher mal so ein bisschen drüber geredet, sich wirklich mal zu fragen, wer bin ich? Oder was bin ich überhaupt? Warum bin ich eigentlich hier? Bin ich wirklich mein Körper? Bin ich wirklich meine Gedanken? Bin ich wirklich meine Gefühle? Bin ich das wirklich alles oder gibt es noch etwas, das das alles vielleicht beobachten kann von einer etwas anderen Position aus? Dass ich etwas wahrnehme, dass ich im Grunde genommen bin, aber im Moment glaube ich einfach, wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich mein Gesicht, meine Nase, ich habe einen Pickel oder was und sage, oh, da der Pickel und das ist der Sascha. Ja, ist das wirklich der Sascha oder ist es nur die Geschichte des Saschas? Und es geht ja darum, Bewusstsein zu erlangen. Und Bewusstsein zu erlangen bedeutet nichts anderes, wenn ich Bewusstsein erlange, dann beginne ich auch langsam in mein Herz zu kommen. Mhm. Und bei mir, in meiner Lehre und in dem, was ich tue mit der Vergebung, geht es nur darum, in das Herz zu kommen. Die Stimme des Herzens hören zu können, weil dort liegt etwas so Wunderschönes drin. Und das ist das, was den Menschen verloren gegangen ist, an das sie sich nicht mehr erinnern können. Und ich sehe für mich in meiner Arbeit ein Stück weit darin, die Menschen zu unterstützen oder ihnen zu helfen, in diese Stimme wieder reinzukommen, sofern Gott mir die Möglichkeiten gibt und ich das tun darf. Mhm. Und es geht nur darum. Und es gibt einen anderen Teil in uns, der das nicht will. Der sagt, nein, du musst unbedingt hierbleiben und dich ärgern und dich aufregen und hassen und Wut und guck mal, der hat jetzt das getan und die hat immer so und so. Und hau jetzt mal, und hau noch mal richtig drauf, hier, genau. Ja. Und sich vieler Dinge bewusst zu werden. Also auch das, was ich denke. Was denke ich den ganzen Tag? Was fühle ich den ganzen Tag? Habe ich wirklich liebende Gedanken? Liebe ich mich wirklich den ganzen Tag selbst? Kann ich, wenn ich in den Bäcker gehe und mir jemand die Tür vor der Nase zuschmeißt und mir noch einen Stinkefinger zeigt und ich die Bäckerstür aufmache und der dann auch noch über mich daherzieht im Bäckerladen, bin ich dann immer noch in der Liebe oder habe ich das Gefühl, den müsste ich jetzt draußen erstmal irgendwie kreuzigen oder sowas? Mhm, also bin ich wirklich immer im Frieden? Und das ist machbar. Ich meine, da sind wir ja schon fast in der Schiene nach dem Motto, wenn der einer auf die rechte Wange schlägt, halte ihm die linke hin. Ja, aber genau. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für einen Menschen. Ich meine, allein schon den Punkt, in der von dir geschilderten Situation da ruhig zu bleiben, also in deiner Mitte, wäre jetzt für mich schon die größte Herausforderung schlechthin, wenn man lange Jahre vorher ein anderes Leben gelebt hat. Also wie du sagst, reingehen, dem erstmal einen auf die Nuss hauen und dann schauen, was passiert. Da kann man immer noch vergeben. Genau. Ja, kannst du im Grunde genommen auch machen. Ich sag mal, wenn du jetzt da loslegst und dann wütend wirst und sagst, ja, was fällt dir eigentlich ein und wo kommst denn du daher und meinst du, weil du Cabrio fährst oder was weiß ich und lässt erstmal ab, das ist die eine Sache. Aber sich dann bewusst zu sein, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt im Grunde genommen eine negative Energie abgeladen und schiebt es rüber. Was macht er damit? Er kriegt das zu sich selbst und wird auch wütend. Wo geht er dann hin? Vielleicht kommt er abends, wahrscheinlich weiter dann kommt abends nach Hause oder Familie, sein Chef, genau. Familie. Und so ist die Kette und geht immer weiter. Und keiner ist da, der das eigentlich mal beendet. Und jeder schiebt es immer nur zum anderen. Und das ist dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn Prinzip. Und darum kommen wir immer wieder her, weil Auge um Auge, Zahn um Zahn. Genau da fängt es an. Karma ist erbarmungslos. Ich habe entschieden, die Situation nicht heilend und liebend anzuschauen. Ja, dann kommt sie zurück. Und zwar so lange, bis ich begreife, dass ich das ändern kann. Und wenn ich bereit bin, es zu ändern, ja, dann ist es so, dass ich einen Schatz in den Händen trage. Und das ist bei Ho'oponopono, geht man auch von einer hundertprozentigen Verantwortung aus. Man sagt also, du übernimmst zu 100% die Verantwortung für alles, was dir begegnet. Also ich übernehme jetzt nicht die Verantwortung für den Krieg in Syrien, wenn ich ihn im Fernsehen sehe, aber ich übernehme die Verantwortung für das, was ich dabei fühle, wenn ich es sehe. Also wenn ich Bilder sehe und sie mir Schrecken und Angst einjagen, dann nehme ich diese Bilder in mir und bringe die in Liebe und frage mich, warum fühle ich das? Ich will das gar nicht fühlen. Mhm. Ich will Frieden fühlen, Liebe fühlen, weil es ist doch so, das sende ich doch dann aus. Ich habe es schon so oft. Ja, so also das heißt nicht verdrängen, weil das wäre ja das, dass die Leute sagen, oh, das will ich nicht sehen, das interessiert mich nicht, komm, schalt aus, tu den Fernseher weg oder sonst irgendwas. Dann habe ich immer den Eindruck, die Menschen wollen sich nicht mit der Situation identifizieren und lösen. Nein, sie verdrängen einfach. Sie legen, der Tisch ist dreckig, lege ich den Tischtuch drüber. Man sieht es nicht mehr. Man braucht nicht, sich damit zu beschäftigen. Gut, also es geht im Grunde genommen, ich sage mal, die größte Herausforderung für den Menschen ist wirklich, sich selbst zu stellen.
Ich habe mal, also ich beschäftige mich, wie gesagt, sehr intensiv mit den Dingen. Das heißt, ich praktiziere alles das, was ich tue, sehr intensiv. Und ich habe mal eine Zeit lang abends, dann bin ich nach Hause gekommen, dann habe ich mich vorher in die Toilette gestellt und habe immer in den Spiegel geschaut und habe gesagt, Gott, wer bin ich denn dann wirklich? Dann lass es mich doch bitte wissen. Und irgendwann kam so ein Gefühl von ja, Schuld und ich muss mich verstecken vor Gott, weil da ist so viel in mir, was ich noch alles so gemacht habe. Und dann habe ich gedacht, oh je, wo verstecke ich mich denn jetzt? Ja, hinter der Erde oder hinter der Sonne und wo kann ich mich verstecken? Und da wurde mir bewusst, du kannst dich nicht verstecken. Und der Einzige, der sich schuldig sprechen kann, bist nur du selbst. Ich nur selber. Die Hawaiianer haben Akua, ihren liebenden Gott, der straft nicht, der liebt nur. Und wenn sie aus dieser Liebe rausfallen und nicht in dieser Liebe drin sind, dann haben sie mentale Strategien entwickelt, um wieder reinzukommen. Und einige davon durfte ich kennenlernen und für mich ist die stärkste Strategie ist die der Vergebung. Und Jesus Christus hat gesagt, als sie ihn ans Kreuz genagelt haben, hat er gesagt, bitte vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber was hat er denn gemeint damit? Das ist doch die Frage. Mhm. Er hat gemeint, dass diese Ängste und dieser Zweifel, den sie haben, dass er ihnen das vergibt. Aber jeder muss es mit sich selbst austragen. Also es ist nicht so, ja, es ist alles vergeben, sondern du machst dein eigenes Ding. Und so ist es, dass man sich selbst stellen muss. Und das mögen halt viele nicht hören, weil man möchte es ja gut haben und ich möchte gesund sein und Geld so haben. Deckel drüber und so alles, bisschen, was mir nicht gefällt, schiebe ich so hinter mich mal. Hauptsache mein Leben läuft. Aber wenn du wirklich daran interessiert bist, die Wahrheit zu finden, die du bist, und danach fragst, dann kriegst du sie auch. Wo man ganz klar noch einen Punkt dabei sehen muss, all diese unterdrückten Gefühle, also ich habe bewusst in der Zeit, oder egal bewusst wie bewusst oder unbewusst, auf jeden Fall, ich habe jemand Schaden zugefügt, egal auf dem seelischen oder auf dem körperlichen oder im materiellen Bereich, wo auch immer. Ich weiß das, drücke es aber weg. Das sind in der Masse diese Dinge, die uns heute auch, du hast vorhin selber gesagt, in depressive Gedanken bringen, in entwertende Gedanken bringen. Und was haben all diese Gedanken zur Folge? Körperliche Krankheiten. Gut, wobei das... Das große Rad dreht sich am Schluss immer da, dass du an deinem Sein irgendwann gepackt wirst. Das heißt, das Vergeben hat dann auch noch mit etwas anderem zu tun, und zwar mit dem Erhalten, und zwar dem Mich-Erhalten. Wenn ich vergeben habe, dann kann ich wieder in meiner Kraft sein, aber solange ich die Dinge unausgesprochen irgendwo hinter mir rumliegen lasse oder versteckt in Schubladen in alle möglichen Reihen tue, werde ich nicht frei sein können, werde ich eigentlich nicht ein göttliches Leben führen können. Genau, du hältst ja im Grunde genommen die alten Steine im Rucksack und legst den Rucksack nicht zur Seite. Mhm. Und mit der Vergebung ist es so, dass du, wenn du wirklich praktizierst, also jetzt nicht mal, ich habe mal eine gefragt, ja, wie lange vergebe ich denn? Morgens 10 Minuten mache ich das Ritual und nachmittags 10 Minuten das Ritual. Da habe ich gesagt, nein, Vergebung bedeutet wirklich morgens anfangen, wenn ich aufwache, was sind meine ersten Gedanken? Bin ich da schon in der Liebe und im Frieden oder vergebenden Gedanken? Mhm. Kommen negative Gedanken, bringe ich die in Harmonie, in Freude. So, und so beschäftige ich mich den ganzen Tag damit. Und dann habe ich ja nichts anderes zu tun, als zu vergeben. Und damit räume ich automatisch, ohne dass ich eigentlich weiß, was ich ausräume oder nochmal großartig in tiefe Sachen reinzugehen, das kann man dann auf eine andere Art und Weise machen, mir die dicken Brocken so erstmal langsam Stück für Stück was abarbeite. Und damit befreie ich mich, ganz einfach. Wie machst du es mit Dingen aus der Vergangenheit? Viele der Zuschauer und Zuschauerinnen, die uns heute an der Sendung folgen, die haben vielleicht genau den Punkt, dass sie sagen, oh, was er da sagt, der Sascha, das ist auch bei mir so. Ich habe vielleicht hier vor 20 Jahren absichtlich, weil ich halt damals noch ein anderer war, dem das Leid zugefügt und dem den Schaden. Und den habe ich da über den Tisch gezogen mit dem, weil er es nicht gemerkt hat. Wie kann ich das jetzt tun? Weißt du, jetzt sitze ich da als Häufchen Elend und fühle mich da in meiner Schuld und versuche auch ein Versteck zu finden, dass es mich Gott ja alle zieht. Wie mache ich das? Muss ich zu jedem persönlich hingehen und sagen, Mensch, Hans-Otto, erinnerst du dich noch vor 30 Jahren, tut mir leid? Oder nein, also... Wie passiert's? Also in der alten Tradition des Ho'oponoponos ist es so, dass man die Mona Simeona, die das ja gelehrt hat, die alte Kahuna, die hat im Grunde genommen das so gelehrt, dass alles aufgeschrieben wurde, was dir am Tag geschehen ist, was nicht in Ordnung war.
Und abends wurde ein Ritual daraus gemacht. Das heißt, du hast ein Ritual, das ein bisschen mehr aus nur 4 oder 5 Sätzen besteht. Mhm. Aber heute ist es so, dass es gibt den Dr. Len, der das dann weitergelehrt hat. Der hat das relativ weit zusammengeschrumpft auf 4 Sätze. Oder vielleicht, ich würde noch einen 5. dranhängen. Es tut mir leid, bitte verzeih mir, danke und ich liebe dich. Und ich würde noch hinten dranhängen, und das ist vollbracht oder so ist es. Weil damit sage ich, okay, ich habe etwas initiiert. Ich habe gesagt, es tut mir leid. Ich habe um Verzeihung gebeten. Ich habe das also bereut innerlich für mich. Ich bereue diese Tat und danke dafür, dass ich das jetzt loslassen kann und bekräftige das am Ende noch mit Liebe. Und bitte Gott, indem ich sage, und es ist vollbracht oder es ist getan damit, dass er seinen Willen nun reingibt. Das ist etwas, was ich jeden Tag tun kann. Aber das ist im Grunde genommen ein einfaches Mantra, was dazu hilft, erstmal den Gedankenwust, der überhaupt da ist, zu durchbrechen. Also wenn ich das den ganzen Tag vor mich hin murmel, dann kann ich keine schrägen Gedanken haben. Das heißt also, ich bin erst einmal dabei. Vielleicht fühle ich diese Vergebung noch gar nicht so in meinem Herzen oder es passiert auch noch nicht so viel. Aber jedes Mal, wenn ich nur Vergebung denke, und ich habe das schon einmal gesagt, dann ist es so, als wenn ich einen Stein ins Wasser werfe. Und zwar in einen goldenen Teich, einen goldenen Stein. Und der wirft Wellen. Und zwar goldene Wellen. Und diese Wellen durchdringen alles. Unaufhörlich, ewiglich. Das heißt, mit jedem Gedanken, den ich denke in Vergebung, schmeiße ich einen Stein. Und wenn ich dann später stärker werde und in mein Herz reinkomme, ja, dann geht's richtig los. Liebe Zuschauer, wie Sie selbst mit dieser Technik der Vergebung Ihr Leben bereichern können und was da noch alles dahinter steckt, das hören Sie gleich nach der folgenden Werbepause. Dankeschön. Schon sind wir wieder zurück. Kurze Unterbrechung für die Werbung. Aber unser Thema heute von Sascha an... Saal. Ich vergib's dir. Danke. Von Sascha Ansal, das Thema der Vergebung. Wir leben in einer Zeit, die mit den Worten wie Esoterik und Spiritualität aufgefüllt, manchmal habe ich den Eindruck, gar überfüllt ist. Jeder redet von Transformation, von 5., 6., 7. Dimension, von Bewusstseinssprüngen und Bewusstseinserweiterung. Wann ist es dann für uns Thema? Können wir überhaupt uns mit den Dingen beschäftigen, wenn wir noch voll sind von Dingen, die unser schlechtes Gewissen oder uns unruhig machen oder morgens aufstehen, der erste Gedanke wieder hochkommt, oh, 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 und wir überhaupt nicht frei sind?
Wie ist es mit der Entwicklung, mit der viel beschriebenen Entwicklung des Menschen zu feinstofflichen Wesen oder was auch immer? Können wir überhaupt so eine Entwicklung gehen, wenn wir noch in uns beladen sind mit vielen Dingen, die wir vielleicht in unserem Leben verbogen haben in alle Richtungen? Also ich will es mal so sagen, wenn du die Stimme deines Herzens hörst, dann hörst du und siehst du viele Dinge ganz anders. Du siehst, dass es sehr viel Barmherzigkeit hat, dass es sehr viel Güte hat, dass es sehr viel Freude hat, sehr viel Leichtigkeit hat und dass es im Grunde genommen so etwas wie süchtig machen ist und man nur das haben will. Mhm. Also bei mir ist es so, ich habe nur diesen einen Wunsch, wenn ich mich unwohl fühle oder was ich ja auch habe. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt heilig bin oder irgendwas, sondern ich arbeite ja auch tagtäglich intensivst damit. Also ich habe ja auch Konfliktsituationen mit meinen Kindern oder mit der Schule oder jemanden, der mich auf der Autobahn ausbremst oder sonst irgendwas. Also ich bin ja hier im Alltag. Also ich mache ja meinen Job ganz normal. Ich habe auch noch eine Arbeit, der ich nachgehe und so weiter. Es ist nur so, dass für mich das so ist, dass egal um was es eigentlich geht, für mich geht es nur darum, diese Stimme zu hören. Und das, was dich daran hindert, sind im Grunde genommen im Keller, ist im Keller verborgen. Und ich muss den Mut finden, an dieser Kellertür stehen zu bleiben. Ich muss den Mut finden, überhaupt erst einmal die Türklinke in die Hand zu nehmen. Und dann muss ich den Mut finden, die Türklinke runterzudrücken und sie dann aufzumachen. Und vielleicht mache ich die Augen zu und gehe mit Augen zu die Kellertreppe runter, weil ich mich so fürchte und ich nicht weiß, was da ist. Und weil ich diese Furcht nicht möchte, mache ich das ganz einfach so, dass immer, wenn etwas kommt, was mir nicht gut tut, bringe ich das in Vergebung. Also ich praktiziere das ganz praktisch. Bremst mich jemand aus, weil anders gesagt, was im Keller liegt, sind meine Ängste, meine Zweifel, meine Sorgen, mein Schuldgefühl, was ja sehr stark ist, Schuld. Ich habe da nicht geholfen, meiner Mutter nicht angerufen, was weiß ich, zum Geburtstag und so. Oder ich habe vorsätzlich auch was gemacht, ganz wo egal, ich mich heute verschämen muss oder so. Genau, von Gott getrennt und so weiter. Also ich muss das nicht alles anschauen. Aber ich kann schon den Mut finden, mal mit einer Taschenlampe reinzugehen und mal da reinzuleuchten. Und dann sehe ich schon, da stehen noch so alte Kisten rum und so weiter. Ja, dann räume ich die erstmal zur Seite und schlepp die mal nach oben. Ach, staub die mal ab und so. Will ich nicht reingucken, alte Bilder, schmeiße ich die in den Mülleimer. Umgesetzt bedeutet das, dass wenn mir am Tag ein negatives Gefühl oder Angst, egal was es ist, ich habe Existenzängste, dann nehme ich diese Angst, die da kommt, und frage mich, was ist das? Warum fühle ich das? Wo kommt das her? Und was liegt da eigentlich noch drin? Ja, dann komme ich schon drauf. Schuld, Unsicherheit, ich habe es noch nicht zu nichts gebracht, die ganzen Glaubenssätze und so weiter kommen da hoch. Hat mir eingetrallert, man kennt das ja auch, aus dir wird nie was werden. Genau, und so, das kann ich mir dann auch aufschreiben mal und dann anfangen zu vergeben. Also das kann man dann, oder ich ritualisiere das dann auch. Also mache ich mir mal eine Kerze an, spreche mal ein Gebet davor weg und so weiter. Aber was sehr wichtig ist, und das ist das, was ich halt sagen möchte, was vielleicht viele nicht hören wollen, es ist schon so, dass ich derjenige bin, der die Verantwortung übernehmen muss für mich selbst. Mhm. Für meine Gefühle, für meine Ängste. Es kommt niemand, der sie mir abnimmt. Und es sei denn, du triffst einen Heiligen oder sowas, oder der dich da irgendwie begnadet oder dir widerfährt wirklich Gnade, wie jetzt Heiligen zum Beispiel, das ja oft auch geschehen ist. Und ja, und dann sich halt einfach wirklich auch weiterentwickeln und gucken, dass man an die richtigen Menschen kommt. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich beispielsweise bei Andrea Dinkel gelandet bin, die sehr christlich orientiert ist, mit Volker Tischendorf, eine sehr starke mediale Persönlichkeit ist und wirklich die Wahrheit kennt. Und wenn man sich mit solchen Menschen beschäftigt, die wirklich dir was zu geben haben und dir keine falschen Lehren verkaufen, um Geld zu verdienen oder sonst was, ist das alles okay. Das gehört alles dazu, das darf auch alles sein. Ich vergebe das. Für mich ist es auch so ein Unterscheidungsmerkmal, sage ich. Du kannst ja auch in jede Buchhandlung gehen und kannst dir jedes Buch kaufen über jedes Thema. Ob es ein Thema ist, was sinnig ist oder was unsinnig ist, spielt ja dabei keine Rolle. Aber es ist so, wie du vorhin von dem Saboteur gesprochen hast. Der Mensch wird immer vor die Entscheidung gestellt. Dafür haben wir doch unseren freien Willen bekommen. Und jetzt kann ich mir die Dinge aussuchen, die gut und förderlich für mich sind, manchmal nicht die einfachsten. Oder ich nehme vielleicht die andere Schüssel, wo die easy Dinge drin sind, die aber dann in eine Richtung führen, die nicht so sehr gut für meine Entwicklung ist. Die Entwicklung geht sowieso weiter. Die Frage ist nur, wie lange es dauert. Genau, wie lange es dauert. Wie schnell komme ich in den Frieden? Also ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe das große Glück, dass ich das in sehr kurzer Zeit erfahren kann. Bin sehr froh, dass es so ist und dass ich das auch alles so weitergeben darf.
Und ja, und es ist wirklich eine Frage, wie lange dauert es und welchen Weg gehe ich da jetzt? Ne? Jetzt tust du ja deine Erfahrung auch vermitteln. Das heißt, es gibt nicht nur eine Website, die wir vielleicht gerade mal einblenden, dass die Zuschauer das sehen können. Und falscher Knopf. Dann gehen wir wieder auf den richtigen Knopf. Hier gehst du einfach. Und das machen wir auch mal alles weg hier. So. Und den oberen Reiter. Pass auf, geh da drauf. Ja, und dann zurück. Jetzt haben wir es wieder richtig. Dankeschön. Da haben wir. Die Website heißt www.aloahuna.de. Genau. Dort können Sie über das Ho'oponopono viel lesen, mit dem Herzen denken und dem Verstand fühlen. Hier sind auch die Termine, kommen wir gleich nochmal dazu. Was ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen möchte, ist, beschäftigen Sie sich mit der Seite, wenn Sie zu Hause über Internet verfügen. Wir kommen auch gleich nochmal auf einen Bereich, wo noch weitere Informationen sind. Und dann habe ich da unten einen Part gefunden, der ganz interessant ist und der uns auch alle betrifft. Es sind die vielen kleinen Dinge, die wir nicht vergeben können, die vielen kleinen Glaubenssätze, die vielen kleinen Streitigkeiten, die vielen kleinen Komplexe, die vielen kleinen immer noch sind in der anderen Schuld, die vielen Erinnerungen, die uns so sehr schmerzen. Das ist genauso einer der Punkte, der uns immer wieder verfolgt, dass wir einfach so hinterherrennen. Aber ich glaube, es wird uns nicht besser gelehrt. Das ist ja auch immer wieder so ein Punkt. Genau. Wo und wann wird uns denn im Leben gelehrt zu vergeben? Oder überhaupt den Hintergrund, was passiert mit dir und was passiert mit dem anderen, wenn nicht vergeben wird? Genau. Wie baut sich das im Leben auf? Was führt dann irgendwo vielleicht zu Depressionen, zu Schuldgefühlen, zu Ängsten, die ja so schlimm werden können, dass es sich zu Psychosen entwickeln kann und alles. Also welche Ursachen sind das, die den Mensch ständig zusammendrücken und ihn nicht, wie haben wir vorhin gesagt, durchatmen lassen? Mhm. Gesagt, können Sie sich das vorstellen, liebe Zuschauer, Sie stehen morgens auf und strecken sich, schauen aus dem Fenster, gleich ob es bewölkt ist oder ob die Sonne scheint. Sie sind auf jeden Fall da und strecken sich und atmen ein und fühlen sich gut. Das ist das Gefühl, mit dem wir in den Tag gehen sollten und nicht schon wieder mit dem, oh, hat der Nachbar schon was gesehen und hoffentlich bringt der Briefträger heute wieder keinen Brief von dem und dem. Also das, sich frei zu machen. Ist aber was, wo, ich sag mal so, nicht gerade im Mainstream so das Hurra drüber geschrien wird, weil in dem Moment, wo der Mensch in Schuld, Angstgefühlen, in den Dingen, die wir eben da gerade gelesen haben, drin ist, ist er ja viel leichter manipulierbar. Genau. Also ich mal ganz einfach gesagt, ich habe Panikattacken gehabt bis zur Bewegungslosigkeit. Das heißt also, ich saß dort irgendwo in einem öffentlichen Raum und konnte mich nicht mehr bewegen, weil ich panische Angst hatte. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich musste sitzen bleiben, es ging nicht. Und was mache ich dann? Dann habe ich da gesessen und habe nur vergeben. Ich vergebe, ich vergebe, ich vergebe, ich vergebe, ich vergebe. Was auch immer das ist, ich weiß das nicht, aber ich vergebe das jetzt. Ich liebe mich, ich liebe mich, ich liebe mich. Ich habe da einfach gegengehalten. Immer wieder gegengehalten und habe mich im Grunde genommen so gestärkt. Und dann wächst die Kraft. Mit jedem Mal, ich habe es vorhin gesagt, wenn ich beginne zu vergeben, wächst die Kraft. Und es geht darum, dass ich wieder in meine Kraft hineinkomme, dass ich wieder weiß, wer ich bin, dass ich vielleicht auch anderen dann helfen kann. Und das ist halt etwas, was ich im Grunde genommen auch in meinen Seminaren halt lehre oder lerne oder beibringe. Mhm. Ich beschäftige mich einmal mit der Persönlichkeit des Menschen, also mit dem Alltag. Dort eben, wie auch jetzt hier schon ein paar Beispiele, bearbeitet man das an vielen Beispielen, dass es begreifbar ist, was passiert eigentlich mit mir. Ich gehe sehr intensiv auf den inneren Saboteur ein, also wer ist es eigentlich, der mich quält, dass das gesamte Konzept verstanden wird. Und dann habe ich, da kann ich Gott nur dankbar für sein, dass er mir solche Geschenke an die Hand gibt, tolle Meditationen bekommen, wo ich die Möglichkeit habe, auch noch einen Schritt weiter zu gehen und im Namen für jemand anderes um Vergebung zu bitten. Also das heißt, ich setze mich dann auch zum Wohle für meine Mitmenschen ein, ohne dafür zu fragen. Ich möchte noch mal auf einen Punkt kommen, den wir ziemlich am Anfang, als du dich vorgestellt hast, hatten. Weil das ist ja auch was die Menschen unglaublich zurückhält. Du hast dann einen Satz gesagt, als bei dir dieser ganze Prozessing anfing, wo sich das Ganze entwirrt und gedreht hat, hat sich dein Freundesfeld verändert, dein Bekanntschaftsfeld, du hast auch Menschen verloren, mit denen du Jahre zusammen warst, irgendwann wieder andere gefunden. Das ist so ein Punkt, vor dem die meisten Menschen Angst haben.
dass sie plötzlich alleine dasteht. Zu mir hat mal jemand gesagt in einem Vortrag, ey Sascha, was du da alles erzählst, das hört sich ja so an, als wärst du total einsam. Ja. Da habe ich gesagt, ja, ich bin einsam mit Gott, super. Besser geht's gar nicht. Mhm. Weil klar ist es so, man verliert Dinge, man verliert Freunde, vielleicht verlierst du auch die Arbeitsstelle, vielleicht machst du auch Dinge gar nicht mehr. Oder was deine auch immer. Partnerschaft. Vollkommen unbedeutend, weil es geht nur um dich in diesem Leben. Es geht nicht um meinen Chef, um meinen Freund, um meine Kinder. Es geht nur um mich. Heißt nicht, dass ich anderen nicht helfe. Nee, aber in erster Linie geht es nur um mein Heilsein. Und auch nur du bist für dich nur verantwortlich. Nur ich kann für mich verantwortlich sein. Mhm. Und da räume ich halt auf. Ich räume auf, was das Zeug hält, weil ich habe überhaupt gar keine Zeit, es nicht zu tun. Die Zeit läuft doch, wenn ich jetzt von Zeit spreche. Wir wissen, was du meinst. Also, unser Lebensrhythmus. Mein Leben, die Jahre, oder die ich jetzt hier zur Verfügung habe, da habe ich ein Ziel. So viel wie möglich in mir aufzuräumen und so viel Heilsein in mich hineinzubringen und das dann auch für andere zu tun. Das kann nur der einzige Sinn für mich sein. Und das ist er auch. Also wenn du mich nach meinem Lebensauftrag fragst, dann sage ich, mein Auftrag ist es, den Menschen hier Vergebung beizubringen, ihnen zu helfen und auch für sie zusätzlich um Vergebung zu bitten. Weil mit dem Herzen denken und dem Verstand fühlen, das ist meine zentrale Botschaft. Es geht nur so. Absolut toller Satz. Kenne ich auch schon sehr lange. Und ich habe ja diese kleinen YouTube-Videos gemacht, wo man das mal sehr... Können wir gerade mal zeigen? Tun wir vielleicht gerade mal so kurz einen dieser kleinen Videos anspielen. Die finden Sie alle auf der Seite. Ich zeige Ihnen das nochmal, wenn Sie da oben auf Videos gehen. Und dann hat man hier, da sind wir schon, und dann hat man hier unten auf der Website Beiträge von Sascha Ansal, als er bei dem Joe Conrad war. Dann haben wir hier einen Haufen von kleinen Beiträgen, die er eingestellt hat, die das ganze Thema erklärt. In welchen sollen wir mal hineingehen? Gehen wir ganz nach oben, ja. Ja. Dann machen wir den ersten Mal. Und da habe ich halt den Prozess der Vergebung kindlich dargestellt, weil das ist ja auch... Etwas, wo die Hawaiianer sehr stark mit arbeiten, das ist das innere Kind, was ich auch in meinen Seminaren natürlich als Thema habe, das innere Kind. Und hier wird halt das innere Kind angesprochen, dass ich wirklich verstehe, aus kindlicher Sicht und einfacher Sicht, die Urquelle allen Seins offenbart sich, die Liebe dehnt sich aus, wir haben ganz viele kleine, süße, friedliche Sonnen, die da glücklich umeinander tanzen und einfach nur in der Freude sind. Wir sind mit dem Herzen verbunden, alles ist in Ordnung, wir sind das Ebenbild Gottes, wir schöpfen in Friede und in Freude. Ja, und dann irgendwann, und es war eine gute Sache. Es war gut. Wir waren alle glücklich, wir haben uns gegenseitig unterstützt und geholfen und haben im Grunde genommen vor lauter Freude getanzt und dann kam halt was. So. Und es geht jetzt genau darum, das, was da kam, das jetzt wieder in die Vollkommenheit zu bringen. Also Ho'oponopono, etwas tun, etwas praktizieren, um es wieder in die Vollkommenheit zurückzubringen. Genau. Und da geht es ja genau um das Thema, wir machen alle Erfahrungen. Manche sind gut und manche sind weniger gut. Und mit den weniger guten müssen wir nur lernen, auch umzugehen. Genau. Und vor allen Dingen das Reststück, dass der Killer nicht voller und voller wird vor Dingen, die ich weggeschoben und weggedrückt habe, sondern es einfach nehmen, wie es ist und wie du sagst, vergeben, vergeben. Genau. Und vielleicht bin ich dann auch mal mutig, eine größere Taschenlampe zu nehmen, wenn ich in den Keller gehe. Also nicht die ganz kleine, sondern vielleicht eine etwas größere. Und irgendwann bin ich so bereit, das Licht einzuschalten. Und das ist jetzt wieder toll dargestellt, wenn wir dann uns ständig mit diesen dunklen Flecken, mit all den Sachen, die wir im Leben vielleicht mal nicht richtig gemacht haben, die nicht vergeben und verarbeiten, dann passiert genau das, was wir da sehen. Das belegt irgendwann unser Herz, das belegt unsere Seele. Irgendwann verlieren wir die Verbindung und wir hören uns die Stimme unseres Herzens nicht mehr. Super schön dargestellt. Ja, und du bleibst halt in dieser Wolke drin. Und diese Wolke hat ja auch, wenn man so sagen möchte, ein Leben und will im Grunde genommen ja auch, dass du drin bleibst. Mhm. Es tut alles dafür, dass du drin bleibst. Also ich würde das jetzt nicht als Feindbild oder so sehen, aber ich würde es schon als einen Gegner, vielleicht ist jetzt, das muss man vorsichtig sein mit den Worten, aber ich habe da mit jemandem zu tun. Aber schauen wir uns doch einfach an, wie es so in unseren menschlichen Systemen abgeht. Da gibt es Parteien, die wollen das und andere Parteien wollen das. Genau. Und jeder versucht, an dir rumzuzerren. So ist es. Und die Grauen sagen wir immer, du sagst der Saboteur in dir.
der ständig versucht auf diese Richtung. Und du hast es auch im Vorgespräch vorhin gesagt, der ist immer da. Der sitzt immer da, lächelnd, ruhig neben dir und wartet. Und in dem Moment, wie hast du es gesagt, vielleicht formulierst du es nochmal. Ja, wenn du nicht daran denkst, also er kennt halt deine gesamten Ängste und Gefühle in- und auswendig, weil er dich schon sehr, sehr lange Zeit beobachtet. Mhm. Und er weiß ganz genau, welche Knöpfe er drücken muss. Und er spielt, ich habe es schon mal gesagt, als Klaviersonate. Und plötzlich fängt er so ganz leise an zu spielen. Das heißt, ein Gedanke schleicht sich ein von Wut oder von Hass oder sowas. Und plötzlich wird es dann zu einem ausgewogenen Opa oder irgendwie etwas. Und du bist mittendrin und weißt gar nicht mehr, wie dir geschieht. Das macht alles nichts. Das ist alles wunderbar, dass das so passiert. Weil eins zeigt's, wenn du dann dir bewusst bist, dass es so passiert ist, dann sagst du, ah, jetzt habe ich dich gesehen. Und wenn du ihn gesehen hast, dann ist es schon geschehen, weil sobald du ihn erkennst, sobald du einmal erkennst, dass du einen negativen Gedanken hast oder hattest, ja, sobald du das erkennst, hast du ihn entdeckt. Mhm. Und wenn du ihn entdeckt hast, dann kann ich ihn bearbeiten. Dann kann ich ihn bearbeiten. Genau. Und dann wird er natürlich seine Waffen wetzen und versuchen, sein Feld so aufzubauen und seine Armeen so aufzubauen, dass du Angst kriegst und denkst, so, was ist denn da alles los? Weil du ja deine Waffen noch gar nicht kennst. Diese ganze Heiligkeit und Liebe, die hinter dir steht, von der hast du ja gar keine Ahnung, weil du dich ja verloren hast. Und jetzt stehst du da auf dem Schlachtfeld und weißt nicht, was du machen sollst. Im kurzen Hemd. Im kurzen Hemd. Und ja, dann sagst du, ich vergib das alles. Ich lass das los. Ich weiß nicht, warum ich diese Angst fühle. Und wenn du das sagst, dann laufen schon so 2, 3 Leute da hinten rein in die Armee und erzählen denen einen von Vergebung, während der Anführer gerade seine Armee vorschicken will und wundert sich, warum die Truppe nicht rankommt. Und währenddessen liegen die da hinten sich schon in den Armen und sind sich am Lieben. Und der kriegt einen Vogel und denkt sich, ach du meine Güte, was ist denn eigentlich meine eigene Truppe los? Also ich sabotiere im Grunde genommen den Saboteur. Und das Schöne ist, dass er nicht merkt, dass wenn er mal weitermacht und weitermacht, im Grunde genommen irgendwann alleine dasteht und ja, dann auch irgendwann mal die Hosen runterlassen muss. Gell? Also das heißt, wenn wir es wollen, es ist für jeden möglich. Ja. Egal wie alt ich bin, egal was ich auch verbogen habe in meinem Leben, wenn ich aus dem reinen Herzen anfange, mich mit der Thematik der Vergebung zu beschäftigen, dann kann es auch sein, und wenn ich heute 85 bin, dass ich die Zeit, die ich auf dem Planeten noch verbringe, ein ganz anderes Leben führe, ein neues Leben, ein freudvolles, ein seelisches, ein glückliches Leben führen kann, weil ich den Mut hatte, wie du es beschrieben hast, in den Keller meiner Seele, dort, wo die ganzen Dinge abgelegt sind, die ich so verdrängen möchte, das mir anzuschauen, es anzunehmen und zu sagen, wie du es vorhin geschildert hast. Oder wie gesagt, noch besser wäre vielleicht, die Menschen besuchen einfach mal ein Seminar und können dann, wie gesagt, auch ihre Fragen, die ich hatte natürlich wieder den Vorteil, das wissen die Zuschauer, ich konnte mich vorher schon eine Stunde mit dem Sascha unterhalten und die Thematik erkennt man dann natürlich. Und deswegen machen wir das ja, dass sie Termine und Möglichkeiten haben, alle diese Dinge kennenzulernen. Sie haben ein Leben damit verbracht, von Essen, Trinken, Laufen, Sprechen, Fahrradfahren, Autofahren, was auch ich was zu lernen. Aber alle die Dinge, die unser Sein betrifft, unser Seelenleben, unsere geistigen Wesenheiten, die wir sind oder die feinstofflichen, das hat man uns leider noch nicht beigebracht. Aber da kommt jetzt die Zeit, dass wir uns auch mit dem Teil von uns beschäftigen, den wir nicht anfassen können, der in uns, der in unserem Herzen, in unserer Seele, in unserem Geist abgeht. Und der ist mindestens genauso wichtig wie alles Körperliche und alles Materielle. Aber wir müssen uns anfangen, damit auseinanderzusetzen, denn wenn wir das Thema verstanden haben, können wir viele unserer Probleme in den Griff kriegen. Und Sie haben es gehört, wie die Geschichte beim Sascha schon gelaufen ist, dass du irgendwann immer wieder gerüttelt wirst. Aber wenn du es nicht hörst, irgendwann rüttelt er nicht mehr. Dann lässt er dich und der Saboteur freut sich unten und bereitet schon mal das Festmahl vor, wenn er dich ganz und gar verspeisen kann. Und wenn er dich, der Saboteur, verspeist hast, dann bist du einer von denen unzufriedenen, unglücklichen, vielleicht depressiven, vielleicht kranken Menschen, die zuhauf in unserer Gesellschaft existieren, aber nur aus einem Grund, weil sie vielleicht gar nicht wissen, dass sie durch Vergebung viele, viele ihrer Problematiken, die wie ein Riesenberg vor ihnen stehen, auflösen können. Und dazu gibt es Menschen wie den Sascha, der uns vermitteln kann, welche Lösungen wir da haben. Mhm. Und jetzt gibst du auch einige Seminare. Genau, ja. Ich gebe. Das schauen wir uns auch nochmal an. Wenn wir das einmal einblenden, mit dem Herzen denken und dem Verstand fühlen, intensiv Vergebungsseminare Ho'oponopono, die Termine 2014 im Überblick. Ich mache das mal so groß und wir lassen das einen Moment noch stehen, dass Sie das zu Hause
vielleicht für Sie interessante Datum abschreiben können. Ich glaube, so kann man es schon lesen. Dann mache ich es vielleicht mal noch ein bisschen größer. So, jetzt sind wir hier ganz groß. Und jetzt gehen wir da noch ein bisschen hoch, dass wir alle auf dem Bildschirm kriegen, fast alle. Also Malaga, Spanien, es wird vielleicht nicht so viele Zuschauer betreffen und Litauen auch nicht, aber die hier sind für uns dann ganz wichtig. In der Schweiz gibt es 3 Termine, und zwar in Rien in der Nähe Basel, 22. 23. März, 5. 6. Juli und 8. 9. November. Die sind in der Schweiz, und dann sehen Sie noch einen Haufen Orte unter Gruppenbach in der Nähe von Heilbronn. Kennen die Zuschauer schon vom Thema Hof Heilenbergen, der ist da ebenfalls. Und dann zieht sich das durch ganz Deutschland durch und auch durch Österreich. Also in Deutschland, in Österreich, in Litauen, in Spanien und in der Schweiz ist der Sascha Ansahl. Es gibt viel zu anzutreffen. Tun. Ich wollte gerade sagen, da hast du ja eine richtige Tour dir aufgebaut. Ja, ist doch schön. Natürlich für Leute, die jetzt aus der Ostschweiz kommen oder ganz im Süden der Schweiz leben, ist immer die Strecke ein bisschen weit, aber Sie sehen, die Menschen arbeiten auch nicht nur in der Schweiz oder nicht nur in Deutschland. Du tourst quer durch Europa mit deinen Seminaren, und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, noch an die Zuschauer zu sagen, natürlich werden Sie auch alle die Seminartermine auf der Website timetodo.ch unter dem Bereich aktuell finden, dort auch nochmal mit den Daten versehen. Was ich Ihnen auch noch kurz einblenden möchte, das bitte ich die Regie auch nochmal zu zeigen. Für die, die jetzt nicht schnell genug waren, sich alles aufzuschreiben, noch einmal die Telefonnummer, wo Sie den Sascha Ansahl erreichen können. Bitte akzeptieren Sie, dass er immer nur Montag bis Freitag von 20 bis 21 Uhr. Ich weiß, was Sie jetzt sagen, ja, da gucke ich doch Time to Do. Also, Sie sagen, okay. Montag bis Freitag von 20 okay, bis 21 Uhr. Da kann ich dann vergeben oder eine Entscheidung treffen. Die genau, und auch nicht jedes Thema, was bei Time to Do so gezeigt wird, ist für jeden Mensch gleich interessant. Da gibt es dann schon die eine oder andere Möglichkeit, wie Sie mit dem Sascha sprechen können. Also ich möchte dazu sagen, dass diese Telefonnummer wirklich nur zur Information zu Seminaren genutzt wird. Also ich mache da keine Beratungsgespräche oder so etwas, weil ich also selber auch noch einen Fulltime-Job habe. Und eine Familie genau, auch noch. Also wenn jemand eine Beratung haben möchte oder so weiter, also momentan biete ich das noch nicht an, weil ich einfach die Zeit nicht habe. Ja, also ich habe das eine Zeit lang gemacht, aber ich habe diese Zeit momentan nicht zur Verfügung. Ich habe Telefontermine gemacht, wo ich mit den Menschen am Telefon das erklärt habe, auch persönliche Sachen dann bearbeitet habe, aber ich habe die Zeit einfach gerade nicht. Und deswegen möchte ich darum bitten, also wirklich nur um die Seminare um oder zu reservieren genau, oder eine Nachfrage zu haben. Genau, also Ort nicht so irgendwie mir da die ganze Lebensgeschichte schicken, weil das kriege ich so schon jede Menge. Und ich kann das nicht alles beantworten, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also, muss man auch verstehen. Ja, ganz ich genau. Appelliere auch immer da an die Zuschauer zu sagen, klar, du bist einer, genau. Jetzt und das, schauen wir aber auch dann schon wieder, das hat dann auch schon wieder was mit Verantwortung zu tun, weil wenn ich meine ganze Lebensgeschichte einfach da irgendwo hinschicke, dann kann ich mich auch erstmal vielleicht fragen, warum schreibe ich das jetzt gerade alles weg? Was ist meine Angst jetzt gerade? Wovor fürchte ich mich? Und dann übernehme ich schon sofort die Verantwortung und beginne mit der Vergebung und sage, was auch immer der Grund ist, dass ich das jetzt in mir fühle, dass ich mein ganzes Leben wegschicke oder meine Ängste wegschicke. Was auch immer der Grund ist, dass das so ist, dass ich das fühle, dass ich das rieche, dass ich das schmecke. Ich möchte das jetzt vergeben. Ich lasse das jetzt los. Ich bitte alle, die daran beteiligt sind, um Vergebung. Ich bitte alle, denen ich etwas zugefügt habe, um Vergebung. Solltet ihr mir nicht vergeben wollen, ich von meiner Seite aus lasse alles los. Ich wünsche euch allen ein glückliches Leben und es ist vollbracht. Lieber Gott, bitte helf du mir, Akua, in meinem Herzen, dass das ins Reine kommt. Und wenn ich das mache, dann habe ich wieder diesen Stein geworfen. Das heißt, im Grunde genommen, es löst sich immer etwas. Ich weiß nicht, was sich löst, aber es löst sich etwas. Und was ich noch sagen möchte, was ganz wichtig ist, ist, keine Erwartung zu haben. Also nicht jetzt anzufangen, ich vergebe und dann kriege ich schon das neue Auto oder den neuen Job. Und morgen fallen dann die gebratenen Tauben vom Himmel. Genau, also keine Erwartung haben. Ja. Mach es einfach bis vielleicht sogar zum letzten Atemzug. Ohne zu fragen, einfach tun. Und dann genieße einfach das, was ich dir zeige. Und Vertrauen. Und Vertrauen, ja. Dieses Vertrauen zu wissen, dass wir alle zusammen genau. zugehören. Genau, ja, das entwächst dann natürlich automatisch daraus. Wenn ich mich traue, das Licht in den Keller anzumachen und ich jemandem gegenübertrete und ich weiß, ich habe nichts im Keller oder vielleicht ja ein paar Kleinigkeiten, dann kann ich sagen, du komm mal in meinen Keller, magst mal reinschauen. Sascha, unsere Sendezeit rennt dem Ende entgegen. Ja.
ganz, ganz herzlichen Dank für das Thema Vertrauen oder Ho'oponopono. Ho'oponopono. Ein neues Thema, ein ganz spannendes Thema, aber ich glaube, eine der wichtigsten Sendungen, die ich gemacht habe, weil da liegt viel Basis drin. Ohne, dass ich im Keller aufgeräumt habe, kann ich obendran nichts Vernünftiges bauen. Und das, glaube ich, so als Schlusssatz, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal. Ja, danke. Für Sie, liebe Zuschauer, nehmen Sie das für sich auch und hören Sie da mit Ihrem Herzen hinein. Ich denke, das kann die Basis sein, um ein neues Leben zu beginnen. Das Jahr 2014 hat ganz frisch angefangen. Vielleicht ist das genau der Ansatz für Sie, wo Sie auch in Ihrem Leben einmal ganz frisch beginnen können. Meine Freude, meine Liebe und meine Unterstützung und die Vergebung haben Sie dazu. Einen schönen Abend. TimeToDo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.